Wir werden hier den Rauminhalt von einem Kugelsegment bestimmen. Wir starten mit dieser Kreislinie, Kreis mit Zentrum Ursprung des Bezugssystems und Radius R. Dieser Kreis hat als kartesische Gleichung in der Ebene x² plus y² gleich r². Wir lösen diese Gleichung nach y auf, das ergibt dann sofort y gleich plus minus die Quadratwurzel aus r² minus x². Zu unseren Zwecken benötigen wir nur den oberen Halbkreis, das heißt die Punkte der Kreislinie, für die die y-Werte positiv sind. Wir brauchen hier also nur plus diese Quadratwurzel und so ergibt sich diese Funktion f, die jeder Zahl x diese Quadratwurzel zuordnet. Wir halten diese Funktion f hier mal fest. Der Graph dieser Funktion ist diese obere Kreislinie, also dieser obere Halbkreis. Jetzt legen wir eine Zahl h fest. H ist der Abstand von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Also von da bis da, das ist die Zahl r. Dieser Abstand, das ist die Zahl klein h. Also ist die Zahl von da bis da r minus h. Hier kann ich den Wert von h verändern und wir beobachten im 3D-Fenster, wie die Situation sich dementsprechend verändert. Wir werden jetzt diese Funktion f nur berücksichtigen in diesem Intervall r minus h bis r. Das heißt, die obere Halbkreislinie nehmen wir weg und behalten nur noch dieses Stück davon. Und im 3D-Fenster werden wir dieses Grafikstück um die x-Achse drehen. Schaut gut. So erhalten wir also ein Kugelsegment. Im Tutorial D6014 haben wir gesehen, wenn man einen Funktionsgraphen um die x-Achse dreht, dann erhält man so einen Rotationskörper, dessen Volumen durch diese Formel zu berechnen ist. Wir rechnen also Pi mal das Integral von a bis b von der Funktion f von x, aber im Quadrat, dx. Genau diese Formel werden wir hier einsetzen. Das heißt, wir rechnen jetzt das Integral von r minus h bis r, von r minus h bis r, von der Funktion, das f von x, im Quadrat dx. Und dieses Integral ist dann noch mit der Zahl Pi zu multiplizieren. Diese Quadratwurzel verschwindet mit dem Quadrat und somit bleibt diese Funktion zu integrieren. Zuerst bestimmen wir eine Stammfunktion. Stammfunktion von r² minus x², das ist r² mal x minus x hoch 3 Drittel, also so. Jetzt brauchen wir nur noch die Variation dieser Stammfunktion von r minus h bis r zu bestimmen. Das heißt, wir ersetzen zuerst hier drin x da und da durch r, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir hier drin x da und da durch r minus h, so erhalten wir eine zweite Zahl und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Schauen wir, was wir hier erhalten. R hoch 3 minus r hoch 3 Drittel schreiben wir einfach ab, ist gemacht. Dieses Minus muss auf diese Klammer verteilt werden. Also rechnen wir minus r² mal r, das heißt minus r hoch 3. Dann minus r² mal minus h, das heißt plus r² mal h. Dann dieses Minus verschwindet mit diesem Minus, so bleibt nur noch dieser Bruch auszurechnen. Im Zähler erkennen wir die binomische Formel a minus b hoch 3, das macht a hoch 3, minus 3a Quadrat b plus 3ab Quadrat minus b hoch 3. Also rechnen wir
R hoch 3, Drittel, steht da. Dann minus 3 R Quadrat H geteilt durch 3, also minus R Quadrat H. Dann plus 3 mal R mal H Quadrat durch 3, also plus R H Quadrat. Und letztendlich noch minus H hoch 3 geteilt durch 3, steht da. Schauen wir uns die Rechnung etwas genauer an und so erkennen wir sofort, hier steht R hoch 3 und da steht minus R hoch 3. Also sind die beiden weg. So, hier steht minus R hoch 3 Drittel und da steht plus R hoch 3 Drittel. Die beiden sind auch weg. Da steht R Quadrat mal H und hier steht minus R Quadrat mal H. Die beiden sind also auch noch weg. Letztendlich bleibt also nur noch diese Differenz zu berechnen. Differenz, in der wir h² ausklammern können. Und vergessen wir nicht, das Ganze mit Pi zu multiplizieren. Und somit erhalten wir also den Rauminhalt von solch einem Kugelsegment. Jetzt beobachten wir nochmal dieses Segment der Kugel. Und wir sind ab jetzt fähig, den Rauminhalt von diesem Kugelsegment so zu berechnen.